Künstlername ist Tietz. Er malt auf Tüten. Man könnte sagen, er wäre der Tüten-Tietz, aber das ist vielleicht doch etwas zu salopp. Was ihn an den Tüten begeistert, ist, dass in den Tüten der Einkauf der Konsumenten mit nach Hause getragen wird. Und er sagt, das ist ein so sinnfälliges Zeichen für unsere Welt des Konsums, dass er diese Tüten in allen Metropolen vor allem sucht. Und so ist dieses New York-Bild ein ungeheuerlich dynamisches, schönes Zeugnis der Metropole New York. Aber er hat eben auch Tüten aus Tokio und anderen Riesenstädten, die er besucht hat. Und immer zeigt er das pulsierende, bunte Leben, das wir mit One Love, mit als Binde bei der Fußballweltmeisterschaft vorstellen wollten. Aber dazu ist es ja nicht gekommen. Hier haben wir diese Toleranz in den Metropolen, diesen Aufruf des Beieinanders. Und wir haben den Autoverkehr, wir haben den Lärm, wir haben die vielen Völker, wir haben die vielen Bekenntnisse. Und alle seine Bilder in ihrer Buntheit, in ihrer Heiterkeit sind ein Aufruf zur Toleranz. Und sie nehmen uns mit in ein globales Empfinden, in ein globales Bewusstsein. Es ist eine Malerei, die viel von der Straßenkunst eines Rizzi hat, aber in einer Selbstständigkeit und Dynamik diese Welt kommentiert, wie ich sie bei keinem anderen Künstler sehen kann.